Ja, viel zu besprechen mit Umweltministerin Leonore Gewessler, die ich live im Studio begrüße. Guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Frau Ministerin, alle wollen das 1-2-3-Ticket klimabedingt aufgrund der Krise, der Klimakrise. Aber bei der Umsetzung, wie wir gerade gehört haben, das war nur ein erster Eindruck, da hakt es ja gewaltig. Haben Sie da zu viel versprochen? Ganz im Gegenteil. Also das 1-2-3-Ticket ist ein ganz zentrales Projekt für diese Bundesregierung, für uns alle gemeinsam. Das ist das Projekt, das, auf das ich am öftesten angesprochen werde aus dem Regierungsprogramm. Was heißt es? Mit einem Ticket jeden Bus, jede Straßenbahn, jeden Zug, jede U-Bahn in ganz Österreich benutzen. Und ich habe mir die Freude gemacht, nachzuschauen. Das Österreich-Ticket, also die Österreich-Stufe des Tickets, gibt es seit 2006 in diversen Regierungsprogrammen. Das heißt, seit 14 Jahren warten die Menschen in Österreich auf dieses Ticket. Und was ist jetzt passiert in den letzten 8 Monaten? Eine meiner ersten Amtshandlungen war, eine Projektgruppe einzusetzen, die während Corona digital mit den Verbünden, mit den Bundesländern im Kontakt war und verhandelt hat, die jetzt in die Bundesländer gereist ist. Ich habe persönlich zweimal den Herrn Schleritzko auch in Wien gehabt. Ich war einmal bei der Frau Landeshauptfrau in St. Pölten, um mit Ihnen das 1-2-3-Ticket zu besprechen. Wir haben die Finanzierung gesichert. Das heißt, wir sind so weit wie nie, damit wir dieses Projekt 2021 in der ersten Stufe auf Schiene kriegen. Das ist eine Revolution im öffentlichen Verkehr. Das ist eine Ansage im Klimaschutz und es ist vor allem für viele Pendlerinnen und Pendler schon jetzt eine große Entlastung. Dann wird die erste Verhandlungsrunde am Freitag spannend. Sie sagen alles auf Schiene, es gibt aber zig Fragen eben von den Ländern und natürlich Wünsche und Forderungen. Bevor wir zu denen kommen, würde ich es gerne ganz lebensnah besprechen. Warum gilt es nicht für alle Pendler der Umstieg eben vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel? Der soll ja vergünstigt werden. Warum gilt das nicht im gleichen Ausmaß, wenn wir hier einen burgenländischen Pendler aus Neudörfel hernehmen? Der muss ja durch 3 Bundesländer, Burgenland, Niederösterreich, Wien und braucht das Dreierticket, das um 360 Euro teurer ist als der Kollege im südlichen Niederösterreich, der nur durch 2 Bundesländer muss. Ist das gerecht? Erster Punkt, schon mit dem Dreierticket erspart sich ein Pendler Eisenstadt-Wien 400 Euro. Schon mit dem Dreierticket erspart sich eine Pendlerin Linz-Salzburg 1400 Euro im Jahr. Das heißt, schon mit dem Dreierticket bekommen wir für die Menschen Attraktivität im öffentlichen Verkehr her und eine Entlastung. Da braucht sich manche Steuerreform davor auch, kann sich da durchaus eine Scheibe abschneiden. Und natürlich arbeiten wir parallel dazu an der 1er- und der 2er-Stufe, weil es ganz, ganz wichtig ist, dieses Ticket hat 3 Stufen, 1, 2 und 3. Und wir haben einen gemeinsamen Beschluss im Ministerrat, dass wir alle 3 Stufen bis Ende der Legislaturperiode auf den Boden kriegen werden. Wir haben einen einstimmigen Beschluss im Nationalrat für diese stufenweise Einführung. Und klar ist, es gibt ein Bundesland-Ticket, es gibt ein regionales Ticket und es gibt das Österreich-Ticket. Damit können wir nächstes Jahr auf den Start gehen. Und warum warten? Aber was ist mit dem Zweier-Ticket? Davon würden natürlich die meisten der 200.000 Pendler profitieren. Und selbst Ihre Parteikollegen in Niederösterreich, die Grünen, sagen, das soll unbedingt schon nächstes Jahr kommen. Das ist auch die Forderung, eigentlich Bedingung der niederösterreichischen Landesregierung. Also wir haben, das habe ich auch mit der Frau Landeshauptfrau so besprochen, und das haben wir immer in allen Verhandlungen, auch mit den Ländern, in allen Gesprächen gesagt, wir arbeiten parallel an der Basis des, auch der 1er-Stufe und der 2er-Stufe. Aber wir müssen auch sehen, wir haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen in ganz Österreich. Wir haben Bundesländer, die haben in den letzten Jahren sehr viel investiert in den öffentlichen Verkehr. Die haben schon Flächentickets. Wien, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, wir haben Bundesländer, die haben das noch nicht. Und daher geht es mir darum, vor allem die 1er- und die 2er-Stufe ein gerechtes System auch für Österreich zu entwickeln, gemeinsam mit den Ländern, und genau daran arbeiten wir jetzt. Datum wollen Sie uns jetzt nennen? Mit gutem Willen kriegen wir in dieser, also bin ich immer dabei, so rasch wie möglich, aber ich möchte den Menschen in Österreich auch so rasch wie möglich ein attraktives Österreich-Ticket anbieten und daher mit gutem Willen 21 die erste Stufe und die beiden nächsten so schnell wie es geht. Gut, das alles wird viel Geld kosten. Viel Geld, über das Sie mit dem Finanzminister verhandeln müssen. Derzeit finden die Budgetverhandlungen statt. Und wir wissen, wir sind verschuldet, Milliarden verschuldet durch Corona. Hat er Ihnen all dieses Geld, das da gebraucht wird, und die Bedingungen werden daran ja geknüpft, der Länder, schon zugesagt? Also ganz klar, die Finanzierung für die Dreierstufe steht und wir arbeiten parallel dazu auch an dem Finanzierungsmodell für die 1er- und die 2er-Stufe, das natürlich ein bisschen komplexer ist aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen. Aber Zusage gibt es keine. Wir haben einen einstimmigen Ministerratsbeschluss, das Projekt steht bis zum Ende der Legislaturperiode. Und klar heißt das auch, der Bund hat eine Mitfinanzierungsverantwortung. Aber ausfinanziert, Frau Ministerin, genau das ist es ja.
Wir arbeiten gerade gemeinsam mit den Ländern, mit den Verbünden auch an dieser Frage, 1er-Stufe, 2er-Stufe, was bewirkt die, was erwarten wir an Verkehrsverlagerung und was genau heißt das dann auch in der Finanzierung. Also sobald wir auch diese Modelle stehen haben, gibt es dann auch die konkreten Zahlen dazu. Und klar, habe ich immer gesagt, darauf können sich auch die Bundesländer verlassen. Das Ticket hat 3 Stufen, ich arbeite an allen 3 Stufen und klar, der Bund hat eine Mitfinanzierungsverantwortung. Das ist ja nicht die einzige Maßnahme, wie Sie die Klimawende als Umweltministerin schaffen wollen. Da haben Sie in der letzten Woche auch einen Plan gegen die Plastikflut, muss man eigentlich sagen, vorgelegt mit Pfandquote-Abgabe auf Plastik. Die Wirtschaft sagt, geht nicht. Das ist eine zu große Belastung in der Corona-Krise. Der Regierungspartner, die ÖVP, sagt, steht nicht im Regierungsprogramm. Was passiert denn, wenn die ÖVP bei ihrem Nein bleibt? Also schauen wir mal an, warum das notwendig ist in Österreich. Wir haben in Österreich tatsächlich ein Plastikmüllproblem. Wir haben 900.000 Tonnen, das können sich wahrscheinlich viele von uns gar nicht bildlich vorstellen, Plastikabfälle im Jahr. Das ist ein Problem, das brennt den Österreicherinnen und Österreichern unter den Nägeln und dagegen muss man was tun. Und daher ganz simpel die 3 Punkte, Mehrwegquote, Einwegpfand und eine Herstellerabgabe. Wir arbeiten an allen 3. Mehrwegquote haben wir im Regierungsprogramm vereinbart. Meine Vorgängerin Elli Köstinger hat für die Pfandlösung eine Studie beauftragt. Deswegen arbeiten wir jetzt an einem konkreten Modell auf Basis auch dieser Studie. Und die Herstellerabgabe ist eine neue Steuer auf EU-Ebene. Mir geht es darum, weniger Plastikmüll statt mehr Geld nach Brüssel. Dafür brauchen Sie aber die ÖVP. Was? Also die konkrete Frage, ich wiederhole es auch gerne nochmal. Was ist, wenn die ÖVP bei ihrem Nein bleibt? Können wir uns Corona-bedingt, wir haben Schulden, da gibt es Belastungen, Riesenkrise einfach nicht leisten? Also gerade jetzt müssen wir uns den Klimaschutz leisten. Und das zeigen wir auch vor. Und wir tun es, weil die Klimakrise hat während der Corona-Krise keine Pause gemacht. Sie ist so drängend wie eh und je. Deswegen haben wir im Konjunkturprogramm 2 Milliarden für den Klimaschutz. Deswegen haben wir Klimaschutzinvestitionen vom Gemeindepaket zum Schulentwicklungsplan bis hin zur Investitionsprämie. Und dafür natürlich auch braucht es bei ganz vielen anderen Themen, wie zum Beispiel der Frage, wie werden wir das Müll in der Natur her, wie werden wir der Plastikflut in Österreich her, Maßnahmen. Das erwarten sich die Menschen von uns. Was Sie nicht aufgezählt haben, der größte Hebel, die ökosoziale Steuerreform, um diese still geworden. Kommt die 2022 oder wird die verschoben? Der Zeitplan steht. Wir haben natürlich einige Themen, wie zum Beispiel eine große Enquete, Corona-bedingt verschieben müssen. Aber es ist ganz klar, die Steuerreform ist ein zentraler Hebel und ist auch da eine große Umstellung. Das erstmals, dass das Steuersystem zum Hebel für den Umweltschutz wird und zum Hebel dazu, die Menschen in Österreich auch noch stärker zu entlasten. Für alle, die sich klimafreundlich verhalten, wird das ein richtiger Bonus. Und daran arbeiten wir jetzt auch gemeinsam mit dem Koalitionspartner. Also auch Gernot Blümel hat das schon mehrfach bestätigt, der Zeitplan steht. CO2 kriegt dann einen Preis, im Umkehrschluss natürlich Autofahren wird dann teurer. Dann ist aber die Frage, wenn all das, wie Sie sagen, auf Schiene ist, wir müssen jetzt, natürlich können wir nicht in die Glaskugeln in die Zukunft schauen, dann frage ich mich, was von diesen Projekten wäre bei Ihnen die rote Linie? Denn derzeit sehen wir, und jetzt sind wir im Atmosphärischen, in der grünen Regierungsbeteiligung, die Aufnahme von Flüchtlingskindern ist es einmal nicht die rote Linie. Wo ist da eine Linie, wo Sie sagen, wenn wir Grünen das nicht umsetzen, dann geht's nicht mehr? Na, dem muss ich widersprechen. Die Grünen arbeiten in dieser Koalition jeden Tag daran, dass man menschliche Lösungen findet für die Flüchtlingsthematik und dass man im Klimaschutz vorankommen. Und natürlich in den letzten Tagen und Wochen ist zutage getreten, wir haben in manchen Themen in dieser Koalition einfach diametral entgegengesetzte Ausgangspositionen. Aber wir sind in der Politik, ich bin Ministerin, die Grünen sind im Parlament, um konkret Veränderungen, konkret Verbesserungen für die Menschen zu erreichen. Dafür kämpfen wir jeden Tag. Damit haben wir in der Flüchtlingsfrage den ersten Schritt gemacht mit einem großen Hilfspaket, mit einer Versechsfachung der Katastrophenhilfe vor Ort. Und ja, klar, das ist nicht genug. Wir kämpfen jeden Tag weiter um den zweiten Schritt. Aber das heißt im Umkehrschluss, Frau Gewessler, wenn man mit Grünen redet, die Ernüchterung, der Frust, ich meine, das war ja vorher auch schon Koalitionsantritt klar, dass da 2 Welten miteinander nun koalieren. Jetzt ganz persönlich gefragt, wie groß ist dann Ihr Frust, Ihre Ernüchterung, das alles nicht 1:1 durchsetzen zu können? Also klar ist es frustig, wenn man Wochen, Tage lang verhandelt für die Aufnahme von Menschen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen gerade in Griechenland sind und auf Granit beißt. Aber wir bleiben dran mit aller Hartnäckigkeit, mit allem Mitgefühl, mit aller Energie, die wir haben, um für diese Menschen eine Lösung zu finden. Aber
Umgekehrt muss man auch sehen, was gelungen ist. Und da ist viel gelungen, sowohl im Klimaschutz, ich habe schon einiges aufgezählt, als auch in der Frage Moria. Wir haben durchgesetzt, es gibt konkret Hilfe vor Ort, schnell und jetzt wirksam. Das war jetzt schon die zweite Krise nach Klima, eben die Flüchtlingskrise. Frau Ministerin, ich sage danke für Ihren Besuch im Studio. Danke Ihnen.